Das ist echt lecker. Möchtest du noch was, mein Junge? Ach, nee, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus meinem Hochzeitsanzug platze. Hallo, stör ich? Nein, nein, wir machen gerade Mittagspause. Ich habe die Post mitgebracht. Ein paar Antworten auf unsere Einladung. Guck mal, hier. Wir sind ein richtig begehrtes Hochzeitspaar. Von Gregor und Luise. Mhm. So. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mein Trauzeuge steht. Sollen wir mal darüber gehen? Mhm. Guten Appetit. Danke. Und? Irgendwelche Nachrichten aus Meppen? Natürlich nicht. Olli, deine Mutter wird sich schon noch melden. Garantiert. Dann ruf sie an. Ich soll dir auch noch nachlaufen? Hey, die kann froh sein, dass sie überhaupt eingeladen wurde. Das hat sie eh nur dir zu verdanken. Ja, ich weiß, ich kann ganz schön hartnäckig sein. Und deshalb rufst du sie jetzt an. Nein. Okay. Ich hab sie schon überall. Die Hauptsache ist ja auch, ja, um was geht's denn? Dass wir beide dabei sind. Genau. Sonst wird's ja auch kompliziert. Hm? Mit der Hochzeit. Wofür war der? Einfach so, weil ich dich liebe. Olli, das wird die absolute Traumhochzeit. Das Ereignis des Jahres. Ciao, Miri. Ciao. Oh, Entschuldigung. Verzeihen Sie, kennen Sie Oliver Sabel? Ja, der charmante Barmann hier vorne. Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Ansonsten gehen Sie besser in Deckung. Was ist denn los mit dir? Gar nichts. Muss man immer gut drauf sein. Oliver? Mama. Ich habe eure Einladung bekommen. Schön, dass du da bist. Das ist ja praktisch. Du wurdest direkt über deiner Gaststätte. Ja, sehr praktisch. Und das ist dann wohl dein Christian? Nein, das ist Andi, unser Mitbewohner. Andi, darf ich dir meine Mutter vorstellen? Ach so, natürlich. Deine Mama. Freut mich. Dann haben Sie also den charmanten Barmann doch noch gefunden. Ihr wohnt also gar nicht zu zweit, also du und dein... Nee, wir sind sogar zu viert. Genau, Konstantin wohnt auch noch bei uns. Und Konstantin ist Ihr Freund? Nein, ich bin nicht so. Olli, ich habe gerade mit Charlie gesprochen und die hat mit... Mama? Das ist Christiane. Frau Sabel. Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Wir dachten schon, die Einladung wäre nicht angekommen. Doch, ich... Wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Ich wollte gerade welchen kochen. Ich bin dann mal weg. Auf Wiedersehen. Kaffee sehr gern. Schwarz, ohne Milch, ohne Zucker. Daran erinnerst du dich noch? Manche Dinge ändern sich nie. Haben Sie reserviert? Nein, ich... Ich möchte zu Frau Schneider. Charlotte? Henny? Was machst du denn hier? Schön hast du es hier. Ich meine, es hat sich einiges verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Stimmt. Eigentlich wolltest du mein Restaurant auch nie wieder aufsuchen. Ach, das ist so lange her. Und es ist so viel passiert seitdem. Ich warne dich, Henny. Wenn du gekommen bist, um Olli unter Druck zu setzen und ihm die Hochzeit auszureden, bekommst du es mit mir zu tun. Olli und Christian lieben sich und ich werde nicht erlauben, dass irgendjemand sich da dazwischen stellt. Darf ich auch mal etwas sagen? Ich war schon bei den beiden. Und Christian scheint ja wirklich sehr nett zu sein. Ich werde Olivers Glück nicht im Wege stehen. Das muss dich einige Überwindung gekostet haben. Die Welt ändert sich nun mal. Früher hätte es so etwas nicht gegeben. Zwei Männer, zwei schwule Männer. Aber was ich fragen wollte, ich möchte Oliver und seinen Verlobten heute gern zum Essen einladen, damit wir uns etwas kennenlernen können. Hättest du einen Tisch für uns? Ja, sicher. Du bist natürlich auch herzlich gern eingeladen.
Ja, warum eigentlich nicht? Weißt du was, Henny, setz dich und wir trinken jetzt zur Feier des Wiedersehens erstmal ein Gläschen Champagner, ja? Ja. Wirklich apart, diese Vorspeise. Ja. Früher, glaube ich, wärst du eher verhungert, statt so etwas Exotisches wie Jakobsmuscheln zu probieren. Weißt du, Christian, bei uns in Meppen, da kommt was anderes auf den Tisch. Eher bürgerliche Küche, hm? Ja. Grünkohl mit Pinkel? Ich liebe Hausmannskost. Der Hannes Wing wird auch bald nicht mehr in seinen Hochzeitsanzug passen. Ey. Dann nähe ich ihn nebenum. Oh. Merkst du, Olli, dein Zukünftiger und deine Mutter haben sich verschworen. Kann ich gut verstehen. Er ist ja auch wirklich ein Schatz, oder? Ja, Oliver, das ist er. Und die Hauptsache ist ja, dass du glücklich bist. Das bin ich. Christian ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich sitze hier am Tisch. Oliver, bitte! Jetzt lass sie doch. Sie sind verliebt, hm? Sofort aufhören, das ist doch abartig. Es ist falsch. Es ist ekelhaft und krank. Mama. Ich kann das einfach nicht ertragen. Henny! Frau Sabel. Das war's dann wohl.